Hallo, heute behandeln wir das präpositionale Objekt. Von einem präpositionalen Objekt sprechen wir, wenn ein Verb eine feste Präposition hat. Das präpositionale Objekt kann im Akkusativ, im Dativ oder im Genitiv stehen. Wichtig ist, wie wir danach fragen und wie wir darauf antworten. Wir unterscheiden hier zwischen Sachen und Personen. Bei Sachen oder Dingen. Beispiel, ich warte auf den Bus. Auf den Bus ist ein präpositionales Objekt im Akkusativ. Das Verb heißt warten auf. So, wenn ich nach dem präpositionellen Objekt im Akkusativ frage, dann frage ich bei Sachen, wo plus Präposition. Dazwischen, wenn zwei Vokale zusammenkommen, kommt ein R. Also worauf wartest du? Jetzt kann ich fragen, wartest du auf den Zug? Dann antworten Sie kurz, ja, ich warte darauf bei Sachen. Sie hören natürlich auch auf ihn. Aber können Sie nicht wissen, ist es eine Person oder ist es eine Sache? So, zu den Personen. Ich warte auf meine Freundin. Ja? Auf wen wartest du? Wir fragen also mit Präposition plus Fragepronomen. Wartest du auf deine Freundin? Jetzt die kurze Antwort. Ja, ich warte auf sie. Jetzt steht das Personalpronomen. Dankeschön.